Ja, ich bemühe mich, elegant zu sein. Also insofern bemühe ich mich, eine elegante Ausstellung hinzuzaubern. Okay, Minimalismus, nehmen wir mal das Missverständnis gleich irgendwie ein bisschen rein, ja? Aber funky minimal, weil das bedeutet dann schon was anderes. Und schlägt auch die Brücke zur Musik im weitesten Sinne, weil ich ja immer, egal bei welcher Ausstellung, auch hier, versuche, dieser Ausstellung einen gewissen musikalischen Rhythmus zu geben. Der Titel ist der Titel des imaginären Soundtracks für die Ausstellung. Ich habe keinen Bock, irgendjemanden in die Irre zu führen, sondern ich lege ganz gerne so Teaser aus, ja? Also Teasing. Was sieht man, wenn man am Eingang steht? Wie viel gibt man preis und inwiefern zieht man sich zurück? Es geht nicht um Ironie oder es geht schon um naja, ein bisschen Schmäh. Also in Wien sagt man halt Schmäh zu sowas. Ja? Ich denke in vielerlei Hinsicht werblich. Einladungskarte zum Beispiel. Ja? Also wie baue ich das auf? Naja, ich würde das, was ich mache, in erster Linie nicht unbedingt als abstrakt bezeichnen. Es ist auch in dieser Ausstellung, da gibt es ja dann auch Bilder, die irgendwie einen ganz realistischen Bezug haben. Ein Bild mit ja, so einer Wellenform halt, mehr oder weniger. Ein Bild, das sind, wenn man, naja, zwei Berge eigentlich. Aber es ist natürlich bewusst eingesetzt. Ja, ist es abstrakt, ist es nicht abstrakt, bedeutet es was, ist es was, ist es nichts und so weiter. Das sind halt diese Spielereien. Also wenn ich ein Bild aufbaue, das soll nicht zu plakativ, nicht zu eindeutig sein, sondern möglichst viele Dinge in sich haben, ja, die man dann auch entdecken kann. Also ein Bild baut sich halt dann zusammen aus verschiedenen Versatzstücken. Eindrücke von außen, also aus der Umwelt, ja, also wenn irgendwo was Attraktives zu sehen ist, ja, warum soll ich es nicht verwenden, wenn es gut ausschaut? Ne? Grundsätzlich geht es halt da, was sehe ich oder was sehe ich nicht? Was ist da, was ist nicht da? Ist was da, ist gar nichts da, ist eventuell doch was da? Und all diese Ambivalenzen, die damit auch verbunden sind. Also es geht mir bei jeder Ausstellung, es geht mir weniger um das Einzelwerk, sondern wie dynamisiere ich den jeweiligen Ausstellungsraum? Also wie kriege ich hier eine Dynamik rein, eine rhythmische, wenn man auch will, von mir aus eine musikalische Dynamik. Diese Abwechslung auch mit dem kaum Sichtbaren und dem offensichtlich Sichtbaren, diese Rhythmisierung oder diese Dynamisierung. Also das ist Plexiglas, das ist lackiertes MDF. Also auch die Frage ist, wie tief ist so ein Rahmen, damit das nicht zu objekthaft oder auch nicht zu flach ist. Ich bin ein Künstler, der kein Atelier hat. Ja, ich arbeite am Computer, Laptop. Rumprobieren und dann ist irgendwann mal eine mehr oder weniger für diese Bildkomposition eine ideale Farbkombination gefunden.